Illuminati. Refined Iron. Refined Iron. Da, 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 da. Nein. Weißt du, dass Barbara Streisand ein Illuminat ist? Die Emerald Spitzhacke schaut genauso aus wie in meinem Video. Das gibt's nicht. Das, weißt du, Barbara Streisand ist ein Illuminat. Ich tabak's auch nicht. Was ist eine Saphir-Spitzhacke? Machst du es bitte nicht aus den Saphir eine andere Spitzhacke, die kann man vielleicht noch für irgendwas anderes auch gebrauchen. Entschuldigung, hätte ich gerne Saphir sollen. Aber schau, die ist so schön blau. Nein. Ja, wie soll sie sonst sein? Das ist eine echte Emerald-Spitzhacke. Und was kann die? Abbauen. Die ist ja genauso schnell wie Eisen, oder? Ein bisschen schneller. Ich glaube, es ist wie Diamant. Ich glaube, der Saphir ist ein bisschen schneller. Entschuldigung. Saphir ist ein bisschen schneller wie Diamant. Ja, okay, warte. Ich habe eine Idee, bevor ich gesterbe, werde ich den Server noch starten. Okay, der Jakob schaltet jetzt PvP aus. Eine Aufnahmepause. Eine Werbepause für Emerald Spitzhacke. Und wir sind wieder da. Das war die Werbepause. Spieler FCN kommt aus Niederösterreich, Austria. Also bei mir ist es nicht gestanden. Ja, aber das steht nur bei jemandem, der Join wartet. Bei mir müsste es eigentlich auch sehen, warte. Na. Vielleicht, also, vielleicht, ja, wahrscheinlich bist du Admin oder so. So, ja, ich bin Admin. Vielleicht ist so irgendwas wie Admin auf dem Server. Unsere kleine Mini-Höhle, die auch irgendwann einen Namen bekommen wird. Ich wollte sagen, dass sie langsam Gestalt annimmt, aber eigentlich stimmt das gar nicht. Wir könnten sie Höhle der Zweite nennen. Haufen der Zweite. Ja, Haufen der Zweite. Nein. Da vorne ist was Grünes, aber das ist ein Creeper, kein Herz. So, wir wollten den Zinn, hole ich jetzt den Zinn. Du laufst immer weg, wenn ich will nicht allein sein. Ich habe Angst allein. Ja, bleib kurz in der Basis, ich hol Zinn und Eisen und Kupfer. Ja, ich hole jetzt auch Sachen. Ach, ich mag die Emerald Spitzhacke. Ich liebe sie. Magst du oder magst du sie nicht? Naja, ich mag sie. Ich finde es cool, dass ich so eine grüne Spitzhacke in der Hand habe. Andererseits stört es mich, weil es von einem Mod ist und nicht von mir. Was war das? Okay, da unten das ist war ein Creeper. Zinn, Zombie, Creeper und Enderman und alles mögliche. Aber ich werde tapfer kämpfen, um uns das Schneeerdreier den Zinn zu holen. Au! Nein, Spinne! Au! 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 Ah! So. Dann kämpf voll schön weiter, du tapferer Zinnholer. Uran. Lalalala. Uran schaut aus wie grüne Farbe. Kann ich mit Uran die Wolle färben? Die strahlt dann im Dunkeln. Geh weg, Enderman. Geh mir aus dem Weg. Strahlend weiße Wäsche. Ja, nein, strahlend weiß nicht, aber. Strahlend grüne Wäsche. Strahlend grüne Wäsche. Strahlend grüne Wäsche. Ich find's doof, dass es so viele Monster sind, sonst könnte ich das ganze schöne Tin mitnehmen. Ist jetzt Zinn oder Tin? Zinn, gell? Ja. Zinn. Es ist Zinn, aber es heißt Tin, also Thin. Tin im Englisch. Ja, auf Englisch. In Englisch, im Englischen. Weil es gibt Ticket leider nicht auf Deutsch. Ja, das ist mir wurscht. Gut, ich hab 3 Zinn. Okay. Also ich bin gerade am Stein aufbauen. Wie viel Zinn brauchen wir? Oh Gott, ich hab nichts zu messen. Sagen wir es so, wir brauchen jetzt für den Generator nicht sehr viel, aber du brauchst Zinn für jeden Scheißdreck. Also ja, okay. Jede Menge, so viel wie du kriegen kannst. Also ich hab 3. Wo geht's hier raus? Da nicht. Yeah, ich hab 3. Das ist cool. Ich werde unsere Hauptfabrik. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass es Fabrik geben wird. Ich werde unsere Hauptfabrik aus Marmor bauen, weil das so schön ist. Es gibt eigentlich gibt es keine Fabriken, es gibt sowas wie eine Quarry. Das ist eine Maschine, die in einem 10x10, also du kannst mit so kleinen Absperrungsfackeln abstecken, welches Gebiet sie abmeinen soll. Aber es ist aber ein sehr teures Gerät, du brauchst Diamanten, 10 Diamanten und Glowstone und so halt so. Gut, aber wir werden ja irgendwo unsere ganzen Maschinen hineinstellen müssen. Und ich glaube nicht, dass wir alle in der Höhle unten haben werden, das heißt, wir werden so ein großes
Industriegebäude. Vor allem die Solarsachen müssen sowieso an die Oberfläche. Eben. Oh. Schau mal blöd dran. Jetzt verhungere ich, jetzt haben wir ein Problem. Gut, ich esse Spinnenaugen. Sehr nahrhaft, liebe Kinder, esst Spinnenaugen. Dann könnt ihr im Dunkeln sehen. Ich brauche was. Man kann im Dunkeln sehen, wenn man Spinnenaugen isst. Hat, war nein, das? Ach, das war ein Scherz, Jakob. Das hat sich nicht wie ein Scherz angehört. Du musst mehr Sarkasmus in deine Stimme legen, wenn du einen Scherz machst. Also das fand ich witziger als dein Scherz. Na, lass meine Scherze in Ruhe. Okay, jetzt sehen wir, die Minimap zeigt mir, wo der Todespunkt ist. Ich komme so komisch vor, wenn ich Mods erkläre, weil ich keine Ahnung davon habe und Angst habe, dass es eh jeder kennt, außer mir. Ja, Race Minimap kennt eigentlich eh jeder. Ja, eben, das muss ich nicht erklären. Und der liebe Herr Martin kennt natürlich mal wieder gar nichts. Psst. Verschwindet der Death Point. Ich habe jetzt eine. Nein, den kannst du wegmachen, den du. Punkt, Waypoints und dann steht da Death Point, dann drückst du auf Remove, dann drückst du auf den Death Point und dann ist da ein X, das ist rot und dann drückst du auf Remove. Okay, vergiss es, er bleibt einfach da. Okay, das ist auch, das geht auch. Es ist mir zu kompliziert, dass du da redest. Wo ist eigentlich das Refined Iron? Das ist in der Kiste. Hier, wir brauchen, nein, da wir ist brauchen noch mehr, leider da mehr. Noch mehr. Ich hab's wir brauchen leider mehr. Da ist noch mehr Eisen. Ja, jetzt da ist noch mehr Kupfer. Nämlich einen Maschinenblock. Da machen wir Zinn. Ein Maschinenblock. Schau. Was? Wo? Damit machen wir dann einen Generator. Nicht platzieren, die können wir nicht abbauen. Nicht platzieren? Ah, dafür brauchen wir ja diese Zange, oder? Ja, genau. Können wir die nicht eh schon irgendwie machen? Oder ich glaube, ich glaube, den Maschinenblock, dafür braucht man, glaube ich, gar keine Zange, aber ich bin mir nicht sicher. Platzieren die nicht. Die Zange, wie macht man die? Macht man die nicht aus Eisen oder so? Ich hätte mal gerade überlegt, wie man sie craften könnte, da bin ich drauf gekommen, als würde die Schere ergeben. Wo ist meine Emerald-Spitzhacke da? Zange. Mir kommt das Item-Bild von der Spitzhacke so bekannt vor, weil ich es im Video benutzt habe. Halt, selbst gemacht damals, aber schaut trotzdem genau gleich aus. So, das kommt da rein. Rein, habe ich gesagt. Oha. Zangen, mach was. Das haben wir noch immer mit Kupfer gemacht, oder? Man kann Uran nicht einschmelzen. Oder was, Bronze? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, es war Bronze, aber für Bronze brauchen wir leider Bronzestaub. Wo kriegen wir Bronze her? Ja? Bronze kriegen wir aus Kupfer und Zinn. Kupfer und Zinn, okay. Aber dafür brauchen wir so einen Zerhäcksler. Oh Gott, das ist so kompliziert. Und dafür brauchen wir aber trotzdem mehr. So. Okay, weißt du was? Ich werde einmal das machen, was ich kann. Und zwar werde ich mir jetzt Eisenwerkzeuge machen. Darf ich das? Mhm. Gut. Und dann werde ich unsere Höhle schön machen mit Boden und so, weil das kann ich. Und du tust irgendwelche technischen Geräte zusammenbasteln. Okay? Gut. Jo. So, eine Axt, eine Spitzhacke. Nein, ich habe eine Spitzhacke. Ich habe sogar zwei Spitzhacken. Aber eine Schaufel mache ich mir. Wir brauchen einen Macerator. Ja, voll deiner Meinung. Was ist das? Das ist ein böses Ding. Böse? Wir brauchen Redstone. Warte, was brauchen wir für einen Macerator? Ah, oh, das habe ich mal gewusst. Also, wir brauchen so einen elektronischen Chip. Okay. Für den brauchen wir Zinn, okay. Kupferkabel, Gummi und Redstone. Okay. Oder? Ja. Nein, wir brauchen dieses verbesserte Eisen. Kupferkabel mit Gummiüberzug und Redstone. Ich überlege gerade, ob ich in unseren Texture Pack, in unserem Server Texture Pack oder in meinem Texture Pack die Diamantspitzhacke wieder zu einer Emerald Spitzhacke mache, weil das gefällt mir so gut, dass sie so grün ist. Einfach zum Spaß. Es ist super, ja, es ist super. Ich glaube, das werde ich machen.
Werden wir hier drinnen schon Maschinen aufstellen oder nur unseren Wohnbereich machen? Das weiß ich nicht, aber ich glaube, dass wir schon Maschinen hier aufstellen werden. Das heißt, Holzboden wäre nicht so gut. Wieso? Ich weiß nicht. Können die Feuer machen? Nein, das nicht. Nein. Okay, wir machen Holzboden. Können nicht zum Brennen anfangen. Gibt's einen Rauchmelder? Ein atomarer Reaktor kann eine Überhitzung bekommen und dann explodieren. Und okay, das gut. Umliegende Nein, Gebiet das ist, für das ist kein Problem. Ich habe nicht vor, in meinem Wohnzimmer einen atomaren Reaktor zu stellen, keine Sorge. Das mache ich dann im Keller. Wir brauchen Redstone unbedingt, weil damit können wir dann einen Generator antreiben. Dabei okay. Besser ist natürlich Solarenergie oder andere Energie, aber dabei machen wir Marmor und nein, ich will. Was tust du? Nein, was machst du? Ich mach da Marmor hin, darf ich keinen Marmor hin? Der Boden soll aber Holz sein. Warte, kann man Treppen aus Marmor machen? Bestimmt. Nope. Nicht? Nein. Gut, egal. Ich mache mal einen Holzboden. Und dann werden wir die Werkbank und das alles nach unten verfrachten. Jo. Dass es am Boden steht. Und das ist dann das F10 Industries Firmenzentrum, eine Höhle mitten im Tannenwald. Ist doch schön. Mir fällt gerade ein, dass ich nicht. Also ich werde jetzt Redstone holen gehen. Okay. Da ist ein Enderman. Ja, das sind urviele Enderman. Das ist sicher wegen deinen Zombie-Apokalypse-Ding. Ich weiß. Ich habe kein Totes Holz mehr. Wenigstens sind sie nicht so aggressiv wie in Ding. In Ding. In 1.4. Da sind sie auch nicht aggressiv. Sie greifen nur an, wenn du dich anschaust. Das ist immer so. Ja, aber da greifen sie nicht an, wenn du sie anschaust gleich. Ich hätte mich jetzt fast mit dem Machine Block hinaufgebaut. Okay. Besser aufpassen. Am besten ich gehe aus der Hotbar raus. Ich habe Uran. Ich habe auch Uran. Yeah. Ich habe Uran in der Kiste. Ich habe Uran in meinem Keller. Ich habe Uran überall. Ich mach gerade einen Schacht nach unten, um Redstone zu holen. Ganz tief runter. Wenn wir eine Quarry haben, geht das so schnell, das Abbauen. Ich sag's, wir müssen nichts mehr tun. Nichts. Nada. Das baut für uns alles ab. Dann werden diese lästigen Minengänge Geschichte sein. Wir brauchen übrigens Flint. Flint können wir leicht holen. Ja, holst ein bisschen Flint vielleicht? Wir brauchen jede Menge Flint. Flinti. Okay. Das wäre voll nett. Wenn du würdest holen, die Flinti. Mir gefällt auch die grüne Spitzhacke. Die ist urschön, gell? Ja. Ich glaube, ich werde die wirklich ins Texture Pack einbauen, einfach als Gag. Ich höre Wasser, wo ist Wasser? Wie oft muss ich den Kies eigentlich abbauen, bis Flint rauskommt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe Nikolit. Hey, ich hab Zweifel. Du musst nicht wissen, was das ist. Du musst nicht wissen, was Nikolit ist. Es klingt nuklear. Nikolit, ich glaube, aus Nikolit, ich bin mir auch nicht mehr sicher, macht man Treibstoff für Jetpacks. Okay, Beispiel. Wo ist der Zombie herkommen? Das wäre jetzt sehr interessant. Vielleicht war es ein Ender-Zombie. Ich glaube nicht. Das unten kann man zumachen. Das wäre ganz schön schlecht, wenn es ein Ender-Zombie wäre.
hast du nichts. Ja, ich hab Redstone. Und wir haben zu wenig, einen Holzboden. Oh je. Splendid. Ich habe Redstone und ich habe Zinn und ich habe alles. Wir haben auch sehr viele Endermen hier drinnen. Genau genommen zwei. Das ist ja nicht sehr viel, aber okay. Ach,